Ich werde in wenigen Wochen 65, wenn ich es erlebe. Das heißt, ich wurde 2,5 Jahre nach Kriegsende geboren. Und es macht mich unruhig, dass in den letzten Monaten immer wieder so getan wird, oder wieder so getan wird, als wäre ein Krieg verloren gegangen und nicht wir wurden von den Nazis befreit. Es geht im Internet, es geht in Parteien, die parlamentarisch vertreten sind, die Nationalratspräsidenten stellen. Es geht dieses grinsende, natürlich leugnen wir das nicht, es geht dieses grinsende unter der Oberfläche, wir sahen eigentlich Sympathisanten dessen, was damals war, dass man vergessen sollte. 65 Jahre ist eine lange Zeit. Man sollte aber nicht vergessen, was damals passiert ist. Es ist eine Verpflichtung, die jungen Menschen darüber aufzuklären, wem sie denn da nachlaufen und was diese Leute mit ihnen vorhaben. Also die werden sie sicher nicht in Wohlstand und Ruhe führen. Auch die Tüchtigen und Fleißigen nicht. Wir haben die Tüchtigen und Fleißigen erlebt, wie sie sich verhalten, wenn sie an der Regierung teilnehmen dürfen. Dann sind sie tüchtig und fleißig im Geld an sich raffen, im Betrügen, im Lügen, im Defraudantentum. Das haben wir erlebt und es wird Jahre dauern, das wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Das heißt, wenn man dem Gewäsch dieser Leute, die verkappt sympathisieren mit einer Zeit, die wir hinter uns lassen wollen, ohne sie zu vergessen, dann muss man ein gewisses Maß an Blödheit haben, sage ich. Und diese Blödheit macht mich zornig. Das heißt, mein Aufruf an alle Leute, wenn ihr nicht schon blöd seid, dafür könnt ihr nichts, dann lasst euch nicht blöd machen.